Ja, mich hat es in den letzten 14 Tagen auch erwischt. Meine Frau hatte Corona, ich zwar nicht, dafür aber einen richtig fetten Virusinfekt mit Fieber und dem kompletten Zusatzprogramm, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und so weiter. Deshalb hat sich das Release des heutigen Videos ein bisschen verschoben. Aber jetzt auch genug der Jammerei, mi. Wer mit dem Filmen anfängt, stellt sich früher oder später die Frage, brauche ich eventuell einen externen Monitor oder auch Field Monitor genannt? Die gibt es in den verschiedensten Größen. Ich habe hier so einiges vor mir stehen. Das liegt auch sehr nahe, wenn man sich die winzigen Monitore an den DSLR-Kameras anschaut. Wobei man auch sagen muss, dass sich die Qualität dieser eingebauten Displays sehr unterschiedlich darstellt. Eines haben sie aber alle gemeinsam, sie sind in der Regel mit 3 Zoll sehr, sehr klein. Das kann in vielen Situationen okay sein, ist es aber auf Dauer nicht, wenn auch die eigenen Ansprüche steigen. Also entschließt man sich irgendwann einmal dazu, einen Field Monitor zu kaufen. Und wie bei so vielen Dingen ist das Angebot gigantisch groß und in den verschiedensten Preissegmenten aufgestellt. Was man dann wirklich benötigt oder welche Features solch ein Field Monitor bieten sollte, hat dann letztlich auch, wie immer, Auswirkungen auf das Budget. Ich zeige dir heute einmal meine Field Monitore und erkläre dir, wo die grundsätzlichen Unterschiede liegen. Wie man es aus meinen Videos kennt, gehe ich nur dann auf technische Details ein, wenn sie sich zufällig aus dem Kontext ergeben. Denn das sind alles Dinge, die jeder letztendlich in aller Ruhe in den Spezifikationen der jeweiligen Geräte auch selber nachlesen kann. Also warum hier wertvolle Zeit verschwenden? Ich berichte lieber von den Erfahrungen, die ich selber damit mache, Dinge aus der Praxis mit einer jederzeit kritischen Meinung auch dazu. Ich bin Frank Petzold, Fotograf, Videograf, Content Creator. Und wenn du heute einiges zu Field Monitoren erfahren möchtest, dann bleibe einfach dran. Und ganz zum Schluss verrate ich dir auch, was mein absoluter Favorit ist. Mein Allrounder, den ich sehr liebe. Und auf geht's. So, ich habe hier einfach mal meine Field-Monitore auf dem Tisch verteilt, wobei mein Flaggschiff, der Blackmagic Video Assist in der 7-Zoll-Variante fehlt, weil er gerade im Einsatz ist, nämlich als Kontrollmonitor auf meiner Sony FX3, die auch gleichzeitig meine Hauptkamera bei meinen YouTube-Videos ist. Das macht aber nichts, denn ich habe ja inzwischen auch die 5-Zoll-Variante dieses Monitors und die beiden Monitore sind absolut identisch, bis auf die Displaygröße. Im Groben unterscheiden wir hier zwischen 2 Field-Monitor-Gattungen, nämlich den preiswerten Monitoren von FeelWorld und sehr teuren Monitoren von Blackmagic. Wobei man aber sagen muss, dass die reine Bildqualität durchaus auch bei den preiswerten Varianten mithalten kann. Denn worauf kommt es uns an? Richtig, wir wollen bessere Qualität und eine größere Darstellung als unser internes Kameradisplay. Und das bieten durchaus auch schon die preiswerten Field-Monitore von FeelWorld. Hier die ganz kleine Variante 5 Zoll. Die habe ich auch in 2 unterschiedlichen Größen. Also hier ist auch nochmal die 5,5 Zoll Variante mit einem Sonnenschutz. Und den kann man ganz einfach anbringen bzw. abmachen. Ist einfach hier mit Klett so befestigt. Und jetzt sieht man den nackten Monitor. Gut, die Qualität der Monitore wird man hier nicht direkt erkennen. Ich kann aber versichern, die ist ziemlich gut. Denn sie bieten eigentlich schon alles, was man benötigt, um das zu optimieren, was uns der interne Monitor nicht bietet. Die 5,5 Zoll Variante hier bietet darüber hinaus sogar noch einige Möglichkeiten zur besseren Darstellung, wie Wellenformen, Drittel, Raster, Fokus-Peaking und einiges mehr.
Ja, man kann sogar LATS über SD-Card laden. Letzteres macht insbesondere dann Sinn, wenn man im LOG-Format filmt. Den 5,5 Zoll Feelworld-Monitor bekommt man schon für 210 Euro. Obendrein wird er noch mit einer Halterung und der gerade gezeigten Sonnenschutzblende geliefert. Also wem das reicht, dem ist mit dieser 235 Gramm leichten Variante des Monitors durchaus ein tolles Gerät an die Hand gestellt. Links zu den vorgestellten Produkten gibt es übrigens wie immer in der Videobeschreibung da unter dem Video. Wer mehr will, bekommt natürlich auch mehr, wie immer. Zum Beispiel den Blackmagic Video Assist. Sowohl in einer 5 Zoll als auch in einer 7 Zoll Variante. Für rund 900 Euro ist man natürlich mit diesen beiden Varianten schon in einer wesentlich höheren Preisliga angelangt. Wenn man dann noch einen Sonnenschutz wie bei dem Feelworld benötigt, bedarf es auch eines zusätzlichen Cages. Das alles ist nicht inklusive, sondern schlägt nochmal mit rund, ja, roundabout 150 Euro zu Buche. Schon hab ich. Aber was rechtfertigt nun den großen Preisunterschied? Das ist unter anderem die gelieferte Helligkeit, die liegt beim Feelworld bei 500 Nits, während es beim Video Assist sagenhafte 2500 Nits sind. Das kann im Outdoor-Bereich durchaus eine richtig große Rolle spielen. Hinzu kommt eine wesentlich robustere Verarbeitung, ein hervorragendes Touch-Display sowie die Möglichkeit, das Signal nicht nur über HDMI, sondern auch über SDI auszugeben. Aber das für mich ausschlaggebende Argument, mir sogar beide Video-Assist-Varianten zuzulegen, ist, dass man nicht nur einen Monitor bekommt, der exzellent ist, sondern gleichzeitig auch einen Rekorder. Und man kann dann über eine externe SSD direkt aufzeichnen. Zwei SD-Steckplätze stehen natürlich auch noch für die Aufnahme zur Verfügung. Wenn ich wichtige Kundenaufträge filme, starte ich die interne Aufnahme in der Kamera und kann dann damit gleichzeitig auch den Monitor triggern, sodass auch dort die Aufnahme gestartet wird. So habe ich immer ein Backup. Zudem kann ich das Material direkt von der SSD weiter direkt am Computer verarbeiten. Ob man das alles nun braucht, muss wie immer jeder für sich selber entscheiden. Es gibt sogar zwei nicht zu unterschätzende Nachteile bei den teuren Video Assist Varianten. Zum einen benötigen sie unglaublich viel Strom. Selbst mit fetten Sony NP Akkus kommt man nicht allzu weit. Da man sie aber während des Betriebes wechseln kann, ist es schon möglich, auch sinnvoll damit zu arbeiten. Ich arbeite aber zusätzlich trotzdem noch mit einem V-Mount-System, der mir dann den nötigen Strom über 12 Volt liefert. Der zweite nicht zu unterschätzende Nachteil ist das Gewicht. Der kleine wiegt 410 Gramm, damit gerade noch okay, während der 7 Zoller mit 825 Gramm dann eher für den stationären Betrieb geeignet ist. Auf dem Rig oder Gimbal mit Kamera möchte ich ihn nicht wirklich tragen müssen. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn du noch Fragen hast, immer raus damit in den Kommentaren. Jetzt aber noch mein ganz persönlicher Favorit. Es ist der kleine 5 Zoll Blackmagic Video Assist. Ja, teuer, aber ein Arbeitspferd, an das ich mich einfach gewöhnt habe. Super hell, tolle Verarbeitung, viele Features und Möglichkeiten damit 4K aufzeichnen zu können, sind für mich Argumente, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Sowohl am Gimbal als auch am Cage. Vielleicht noch eine populäre Alternative zum Schluss. Der Ninja 5 ist auch ein toller Monitor-Rekorder, kostet inzwischen sogar nur noch etwas über 400 Euro, glaube ich, bietet für mich zwar nicht ganz so viel wie der Video Assist, dafür kostet er aber nur die Hälfte davon. Nun hast du die Qual der Wahl. Bis nächste Woche. Ciao.